Hallo Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit Photoshop und einer Kamera sowas machen könnt, dass ihr einen Gegenstand nehmt und den mehrfach in ein Bild einfügen könnt, ohne das auszuschneiden und groß einzufügen und so. Weil das ist ziemlich kompliziert und da gibt es viel einfachere Methoden. Und zwar, also zunächst müsst ihr eben draußen ein Foto machen und zwar immer den Gegenstand aus immer die Kamera dürft ihr nicht bewegen. Und dann eben den Rasenmäher immer verschieben. Oder ihr könnt euch auch selber nehmen oder wie auch immer. Ist gut, wenn ihr eine gute Kamera habt. Sie sollte schon gute Auflösung haben und ja. Am besten geht es mit einer Spiegelreflexkamera. Und am besten müsst ihr darauf achten, dass die Belichtung auch immer gleich bleibt. Genau. Dann müsst ihr eben drei Bilder machen. Ich habe jetzt hier eins, so und so. Und genau. Also als erstes fügt ihr eins in Photoshop ein. Ich mache das jetzt hier mit Photoshop. Wenn ihr Photoshop nicht habt, geht das auch mit GIMP. Kennt ihr bestimmt. Ich stelle den, das ist eine Freeware, die stelle ich auch in die Download-Beschreibung. In die Videobeschreibung, meine ich. Entschuldigung. Und ja, dann könnt ihr euch das downloaden. So, dann fügt ihr erstmal alle Bilder hier ein. Schon platzieren. Und dann. Moment, so, genau, dann habt ihr hier drei Bilder. Jetzt habt ihr hier euren Hintergrund, das ist eins der Bilder, das wird dann eben als Hintergrund angezeigt, das könnt ihr erstmal da stehen lassen. Und dann sucht ihr euch eins von den beiden aus, ich fange mal oben an. Dann müsst ihr die Taste Alt auf eurer Tastatur drücken und hier auf dieses, sieht aus wie ein Fotoapparat, einfach mal raufdrücken. Und ja, wie ihr gesehen habt, wechselt das hier schon mal. Ich mache das mal groß. So. Weil hat das hier schon das Bild gewechselt. Und ja, jetzt haben wir eine Ebenenmaske hinzugefügt. Und jetzt können wir nämlich einfach, ihr geht einfach auf euren Pinsel, wählt die richtige Größe aus. So, finde ich gut. Und fangt jetzt an, hier zu malen. Bis ihr, hier war der Rasenmäher. Und fangt an zu malen. Der kommt dann automatisch da raus. Ihr müsst aufpassen, dass ihr hier auch alles gut wegmacht. Und ja. Durch die Belichtung ist hier nicht so hundertprozentig gut geworden, da es schon ziemlich dunkel war, als ich das gemacht habe. Müsst ihr aufpassen, dass es gut sich verläuft mit dem Rasen, also dass die Farben vom Rasen nicht so unterschiedlich sind. Jetzt fällt das nämlich eigentlich gar nicht mehr auf. Und ja, dann geht ihr auf das zweite Bild, drückt wieder Alt und fügt wieder in Ebenenmaske zu. So, jetzt ist der nämlich wieder weg und jetzt müsst ihr versuchen, den hier wieder raus zu zaubern. So, es ist eigentlich recht simpel und auch nicht kompliziert. Mit GIMP funktioniert das genau gleich. Das werdet ihr hinbekommen und genau, dann könnt ihr das hier ausschneiden. Ihr müsst immer gut aufpassen, dass ihr nichts vergesst, weil man kann leicht was vergessen. Ich habe das auch schon fehlt, habe ich plötzlich ein Stück von einem Bein vergessen und das sieht dann nicht so toll aus. Genau, hier alles schön. Ich muss jetzt hier ein bisschen aufpassen, weil die sich hier überlappen. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber jetzt habe ich da ein bisschen Rasenmäher mehr weggemacht. Also solltet darauf achten, dass sich die nicht überlappen, weil dann wird das noch schwerer. Aber das sieht manchmal auch ganz gut aus. Und ja, das war's dann eigentlich schon. Ihr könnt das auch mit Menschen machen. Also ihr könnt euch selber, also mit, da macht ihr so eine Zeit, nach wie vielen Sekunden das fotografieren soll, stellt euch dahin, dann woanders hin und dann dahin. Und ja, wichtig ist, dass sich die Kamera eben nie bewegt. Und ja, dann geht ihr eben auf Datei, speichern unter. Bei GIMP müsst ihr da auf Exportieren und nicht auf Speichern unterdrücken, weil sonst geht das nicht. Jetzt geht ihr hier auf Speichern unter. Erstmal JPG. Ich nehme das jetzt mal. Bilder. Ja, ist ja auch egal. Und speichere das. Okay. Und hab das hier in meinem Ordner. Und schon ist, warte, nee, das hier ist es. Bei dem
Wie habe ich hier auch schon wieder was vergessen, deswegen ist mir das auch gerade aufgefallen. Das falsche Bild war. Da habe ich nicht ordentlich gemacht. Hier. Alles wieder da und ja, das ist ziemlich cool. Da könnt ihr überall hingehen, euch selber irgendwo hinstellen und da und auch so tun, als würdet ihr euch gegenseitig treten oder sonst was, weiß ich nicht, was ihr vorhabt. Und ja, also ich finde es ziemlich geil und hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt, schreibt uns eine Privatnachricht oder schreibt etwas in die Kommentare. Wir beantworten das eigentlich jeden Tag. Genau, und falls euch das Video gefallen hat, falls euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, wäre super, freuen wir uns immer drüber. Und falls euch das nicht gefallen hat, Daumen runter. Ihr könnt es auch mit Freunden teilen, falls ihr das gut findet, dass ihr das auch machen sollten. Ja, das ist ganz überlassen und ja, und vergesst nicht zu abonnieren. Tschüss.